Ah. What the fish? Oh nein. Ich bin schon wieder in einem Grab drin. Ich will nicht da unter Gräbern aufwachen. Kann ich mich sehen, wenn ich jetzt hier so. Ja, ich kann mich sehen, aber. Moment. Also, wir müssen jetzt mal taktisch denken. Nein, das ist irgendwie nicht oben. Lol. Ah, jetzt. Oh. Oh. Tageslicht. Ah. Zu. Ich bin ja schon, ich habe schon Erfahrung, wenn es darum geht. Eine Karottenfarm, wie schön. Die musste ich abfarmen. Und ja, das, Leute, ist der Nachfolger von Minecraft Adventures, falls es irgendwer noch nicht mitbekommen hat. Das ist der offizielle Nachfolger von Adventures. Ja. In Adventure sind wir wieder durch so ein Portal gesprungen und sind jetzt hier gelandet. Und ja. Erstmal ein paar saftige Karotten farmen. So, perfekt. Weil Karotten sind schön. Und hier haben wir sogar eine Kiste und Kiwis Kopf. Lol. Ist das das, was von mir übrig geblieben ist? Mehr ist nur übrig geblieben. Das heißt also, ich bin schon wieder gestorben. Warte mal. Ich bin in das Weltenportal darunter gesprungen. Dann war es vorbei und jetzt bin ich hier. Was sagt uns das? Korrekt? Gar nichts. Wo gehen wir denn hin? In welche Richtung? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Wir können hier zwar jede Menge Schund machen, der würde uns aber nichts bringen. Und da ist ein komischer Turm, what the fish. Das ist Endstein. Obsidian. Alter, es dauert so ewig, Obsidian abzubauen. Okay, diese Türme sind wirklich komisch. Fire is observing you. Was? Fire is observing you. The fire is observing you. Ah, the fire is observing me. Ah! Geh weg, du scheiß Kuh! Du machst mir Angst, wenn du da so rumstehst. Also geh weg, du. Ich muss dich jetzt mit meinen eigenen Knochen schlagen, aber das. Dankeschön, du Kuh. So. Aua, dann würde ich mal sagen, müssen wir jetzt mal kurz wieder woanders hin, weil hier ist es irgendwie nicht. So toll. Vor allem, weil der hinten dieser Turm ist. Aber wir können mal eben ein bisschen Wolle besorgen. Wolle schadet schließlich nie. Zuckerrohr, ja, komm, Zuckerrohr kann man auch mal mitnehmen. Es existiert aber hier noch für. Oh nein, so viel Pech kann auch nur ich haben. Es existiert hierfür noch kein Intro. Das heißt, ich muss noch mal irgendwann ein Intro für Minecraft. Naja, ihr werdet im Titel sehen, wie dieses Projekt heißt. Das will ich euch jetzt noch nicht verraten. Was auch Schwachsinn ist, weil wenn ihr das Video euch anguckt, dann seht ihr schon im Titel, wie es heißt. Egal, egal. Gehen mal kurz hier längs, wenn das denn der richtige Weg ist. Ah, hier sieht es ein bisschen grüner und besser aus. Ich mag diese Sumpfgebiete in Minecraft nicht. Ich hab die noch nie gemocht. Diese komischen Sumpfgebiete haben mir hier noch nie wirklich gefallen.
Ja, also wir sind ja in dem Grab wieder aufgewacht. Genau wie wir im Land der Hexen auch in einem Grab aufgewacht sind. In Mystery sind wir nicht in einem Grab aufgewacht. Ich könnte auch die Blumen mitnehmen. Das mache ich gleich von anders mal. Und dann heißt es laufen. Laufen immer geradeaus. Und wenn in dem Fichtenwald Hunde drin sind, dann... Wenn da aggressive Wölfe drin sind, dann ist so schnell Schluss. Weil das Problem ist, du kannst ja die auch nicht mit vertreiben, indem du auf friedlich schaltest. Da ist jetzt eine Wüste. Moment. Ich könnte ja mal ein ganz kleines Stück reingehen, um was mal anzugucken. Ob hier irgendwas Spannendes ist. Hallo. Ich bin der Kiwi und ich würde gerne mal gucken, was hier so abgeht. Es scheint sehr leer zu sein hier. Das ist auch eine Schneewüste. Und was erwartet man von der Schneewüste? Dass hier tausende von Leuten sind, die irgendwie fleißig Party machen? Okay, da ist Lava, da will ich nicht unbedingt rein. Lol. 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 Ein Enchantment Table. Warte mal, kann ich Knochen verzaubern? Nein, kann ich leider nicht. Schade. Wir haben sogar ein Level, wir könnten sogar was verzaubern. Und das ist... Urbaka? Schmied und Magier? What the fish? Oh! LOL! Hallo, Urbaka, Schmied und Magier. Du hast ja ein wunderschönes Zelt hier mitten in einer Schneewüste. Wir haben uns in Minecraft Adventures getroffen. Erinnerst du dich? Oh ja! Kiwi! Der große, große Held! Also, ne? Leute, da hört ihr es. Ich bin ein großer, großer Held, der Knochen in der Hand hält. Jawohl. Ja, da kann man sich ein bisschen freuen, dass man großer, großer Held genannt wird. Ja, dann freut man sich hier ein bisschen und dann war es das mit dem Freuen. Nein, ich will dich. Nein, Monster werden jetzt nicht angeschaltet. Okay, Furbacker. Okay, wir gehen in den Zelt. Was ist los, Furbacker? Es gibt ein. Hast du die Schwerter? Was? Die Schwerter, die du mitnehmen solltest. Nein. Macht nichts. Okay. Dann habe ich in Adventures am letztens noch extra mir die Zeit genommen und habe die mitgenommen. Und jetzt kommt der hier an und sagt mir, dass das egal ist. Ah! Nun gut. Ich habe dir Waffen geschmiedet. Er hat Waffen geschmiedet. Lol. Er hat sich vermutlich an der Karottenfarm bedient und er hat mir Waffen gemacht. Lol, die nehme ich mit. Entscheide dich für das, was am besten zu dir passt. Okay. Was soll ich hier tun, Furbaka? Du musst jetzt dafür sorgen, dass der Horking Chuck gar nicht erst entsteht. Das heißt, das ist die Vergangenheit von Minecraft Adventures? Ganz richtig. Also muss ich verhindern, dass der Horking Chuck gegründet wird. Ja. Dazu musst du einige Leute töten. Und dazu brauchst du Schwerter. Aber du musst nicht nur Leute töten. Du musst noch viele, viele andere Dinge tun. Okay. Das kriegen wir hin. Okay. Das Schwert, was am besten zu mir passt. Verbrennung. Haltbarkeit. Rückstoß. Schärfe. Nimbus ist der Gliederfüßler. Haltbarkeit. Also, was habe ich denn hier noch? Haltbarkeit und Verbrennung. Ich würde sagen, ich nehme das Haltbarkeit und Verbrennung hier. So, Furbaka, ich habe das Haltbarkeit und Verbrennungsschwert genommen. Haltbarkeit und Verbrennung.
Aber vor Bagger, ich habe kein Zuhause, ich bin ganz alleine. Du kannst in meinem Bett schlafen. Oh, danke schön, vor Bagger. Vor Bagger scheint ja wieder mal ein sehr netter Typ zu sein. Das war ein Adventures ja eigentlich auch. Er hat uns eben gesagt, dass wir diesen Hawking Chuck Boss töten müssen. Nehmen wir unsere Karotten in die Hand. Unsere Knochen. Ich würde sagen, aus unseren eigenen Knochen machen wir uns irgendwie kein Knochenmehl. Das möchte ich irgendwie nicht. Hör mir zu. Es gibt etwas sehr Wichtiges, was du tun musst. Und es wäre. Okay. Das heißt, wieder mal ein Instant-Block. Ganz genau. Okay. Vor Bagger, auf deinem Zelt ist irgendwie, ja, ein bisschen Schnee drauf. Vor Bagger. Der Schneeschmied. Okay. Naja, gut. Vor Bagger, war wirklich nett, dich mir wieder deine Bekanntschaft zu machen. Ich kenne dich ja bereits, Fullbacker. Und wenn du was von mir willst, dann sagst du mir doch Bescheid, ne? Ich stelle hier gleich mein Zelt auf und dann, ja, sind wir sozusagen Nachbarn. Ja, genau. Sag mal, du bist ja ein Schmied, aber es ist hier ja eigentlich niemand außer natürlich mir, der deine Hilfe braucht. Ein Dorf? In dem Berg befinden sie sich. Pass auf, nicht reingehen. Es wimmelt doch nur so voll versteckter Gefahren. Ich werde mich jetzt ausruhen und möglicherweise noch mehr Schwerter machen. Warum waren die Schwerter eigentlich nicht wichtig, die ich mitnehmen sollte? Das wäre für den Fall gewesen, dass du in die Zukunft gereist bist. Weil du aber in die Vergangenheit gereist bist, ist es komplett egal. Und wenn ich in die Zukunft gereist wäre und die Schwerter nicht da wären, dann hätten wir ein Problem. Ein großes Problem. Aber du hast eine Haltbarkeit. Und Verbrennungsschwert. Das ist sehr gut. Danke, Furbarker. Sehr freundlicher Typ, dieser Furbarker. Ist nur die Frage, wo wir unser Zelt platzieren. Wollen wir das hier neben dem Enchantment Table platzieren? Wir platzieren es hier, wir platzieren es hier. So. Und dann hier. Und ich nehme an, warte mal, wir müssen mit dem Schnee ein bisschen wegräumen, damit man den Instant Block auch komplett sieht und den auch gut öffnen kann. Ich nehme an, meine Freunde, dass ihr alle noch wisst, wie Instant Blöcke funktionieren. Man baut die einfach ab, wartet ein paar Millisekunden und dann dürfte eigentlich sofort was entstehen. Ja, dann bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und ja, bis gleich mit unserem wunderschönen, super extravaganten Set. Und lol. Es hat geklappt. Was haben wir denn alles in unserem Zelt? Okay, das sieht ein bisschen asymmetrisch aus, aber das ist damit man die Kiste öffnen kann und da ist ein Erdblock drin. Wow. Wir haben alle auf eine Kiste gewartet, wo ein Erdblock drin ist. Ja gut, also. Aber es gibt einen Amboss. Und das ist doch sehr schön. Es gibt auch ein Bett. Das ist auch sehr schön. Alles Sachen, die man gut gebrauchen kann, wenn man hier ist. Und ja.
Danke. Eben wollte der Dorfbewohner noch. Der rennt einmal durch die Gegend. Der wollte. Na, egal. Nun. Wir haben hier unser Zelt. Bei unserem Grab gab es nichts mehr, was wir noch brauchen, ne? Ich würde sagen, meinen Kopf nehmen wir es einfach mit. So. Perfekt. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich natürlich wieder fürs Zusehen. Und würde dann sagen, ciao und bis zum nächsten Mal, Leute.